Okay, gleich geschafft. Komm, nur noch zwei Happer. Noch zweimal schnabulieren? Ja, nochmal kommen. Du heißt dann Franz. Ja. Dodo tamed. Den nenne ich jetzt einfach mal Franz. Folgt Franz mir? Ja, Franz folgt mir. Komm mit, Franz, beeil dich, wir müssen schnell ins Haus. Bevor die Sonne untergeht und wir dem Untergang geweiht sind. Franz kommt da hinten. Beeil dich, Franz. Ja, Zwitscher, Zwitscher. Hallo, mach auf. Komm, Franz, beeil dich. Hier zählt jede Sekunde. So, wie lang? Wo ist der? Ist jetzt hinterm Haus? Ne, da ist er. Der braucht definitiv zu lange. So, und jetzt komm, Franz, jetzt gehen wir hier rein. Jetzt bin ich schon wieder zu dumm, hier reinzugehen. Komm mit, Franz. Komm. Schön hier rein. Tür schließen. Dann machen wir den hier auch noch kurz. Following. Kommt her. So, jetzt gehe ich mal kurz in die Optionen. Wo steht, dass man ausstellen kann, dass er nicht mehr followt mit irgendeinem Pfeifen, Following oder so? Diese Schrift ist aber auch voll hell. Enable Following muss hier irgendein Toggle Run, Whistle, Whistle. All passiv, passive, Dings da. Sag mal. Steht es hier nirgends dran? All follow me, J. Folgen die mir noch? Die folgen mir noch. Sag mal. Die folgen mir immer noch. Ah, egal, dann stelle ich sie halt so. Immer noch Folgensmodus? Nö, diesmal nicht. Kann ich jetzt eigentlich die paaren lassen oder so, dass die. Enable Wandering. Nerds haben die. Was? Nein, nein, hallo? Da will ich nicht ändern. Torpor. Wie macht man das jetzt? Ah, jetzt hat er neu hier gekackt. Auf den frisch gewischten Boden. Schäm dich. Schäm dir, die Eier muss ich in den einen Dodo rein machen. Hier hole ich mal das Zeug raus. Hat er hier noch genug Beeren? Ja, der hat noch genug Beeren. So, dann mache ich die hier rein. Okay. Aber wie macht man das jetzt, dass die sich hier irgendwie. Cycle, nein. 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 Hör nicht hin. Hallo? 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 Ist hier Mrs. Dodo Rex? Ist hier Mrs. Dodo Rex? Ich will ihn nicht begegnen oder sie verärgern, aber. Sie sind hier nicht erwünscht. Kein Mr. Dodo Rex. Ach, schön. Schöne Sternenhimmel, aber wo?
Wo sind jetzt die Bösen? Ach ja, ach ja. Hätte ich doch nur eine. Eine Quetzal, nee, ein Fliegeding. Ich weiß gerade nicht, wer den Namen von dem. Einfach so ein Hubschrauber. So ein hubschraubendes Etwas. Das wäre schön. Das könnten wir eigentlich uns als Zielführung setzen. So ein hubschraubendes Etwas. Wie viel Gram Points haben wir? Null. Das hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch hochstellen, dass wir zum Beispiel mehr leveln. Dass wir nicht nur da 5000 Jahre brauchen, bis wir mal ein paar Dinger gemacht haben, sondern dass wir mal Gas geben und hier was machen. Das wollte ich nicht. Wie mache ich das jetzt reparieren? Achso, ich brauche dafür bestimmte Sachen. Machen kann ich jetzt eigentlich nichts. Ich kann jetzt eigentlich wirklich nichts machen. Herumlaufen traue ich mich jetzt nicht. Da hätte ich lieber Sicherungskopie machen oder so. Oder aber. Das wäre jetzt die Idee. Also das wäre jetzt wirklich die Idee. Diese Zuschauer von diesem... Also ich meine jetzt... Dich. Derjenige, der sich hier gerade die Folge anschaut. Oder die Let's Play-Reihe. Ich könnte es so machen, dass ich dann in diesem zweiten Arc, also in diesem zweiten Let's Play, da gehe ich ja sowieso auf Erkundungstour und so weiter. Da mache ich dann wahrscheinlich nicht 50.000 Folgen, so wie hier, also ja. Da könnten dann die, die halt interessiert sind, wie so jetzt ein Dodorex oder so aussieht oder ob ich einen finde, zu dem anderen Let's Play hingehen. Also zu dem anderen Let's Play hingehen und mal schauen, ob ich da einen finde, weil da werde ich ganz bestimmt einen finden. Und werde dann mal schauen, was sich so daraus ergibt. Weil ich täte und würde jetzt auch mal echt gerne so einen sehen. Und das werde ich dann auch wahrscheinlich ganz bestimmt. Auf dieser anderen Karte hier traue ich mich ja nicht raus. Wegen bestimmte Sachen. So, es lädt sich ja mein Trinken auf. Hier träume ich ja nicht raus wegen... Was ist das? Achso, eine Palme. Bisschen arg dunkel hier. Naja, wenigstens habe ich hier die zwei Dodos drin. Die hätten auch noch machen können, dass da hinten die Geister dann noch kommen. Also, dass es so Geister gäbe, dass sie dann eventuell da herkommen und dann da halt einen verfluchen auf der Insel. Warum? Was machen die denn immer? Ist der Job hier so anstrengend, einfach nur rumzustehen und nichts zu machen? Muss man einfach mal immer die Wurst rauslassen. Level ich eigentlich wieder ab? Nein, mache ich nicht. Kalt ist mir auch. Habe ich überhaupt noch was hier drinnen? Nee, habe ich nicht. Dann kann ich es eigentlich wieder ausmachen. Ja, also die, wo daran interessiert sind, können gerne in das neue Let's Play reinspringen und mal danach schauen. Und hier geht es sonst immer so wie gehabt weiter. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht so ganz genau um Erkundungstouren schon, aber erst wenn ich halt so ein Flugsaurier habe und so weiter, wenn ich halt so weiter ausgebildet und ausgerichtet bin. Ausgerichtet? Ja, ausgerichtet. Und beim anderen, da gehe ich einfach mal so rum und erkunde dort die Welt. Also wirklich, wer Lust hat, kann da mal
einfach mal so vorbeischneiden und schauen, was da so abgeht. Wahrscheinlich ist da mehr Action wie hier. Viel mehr Action. 1000% nicht mehr Action. So. Die mache ich mal hier drüben rein. Warum sammeln wir die hier eigentlich? Slots 15 von. Ah, so ist es gemeint. Also nicht gemeint, sondern gemacht. Ich hätte immer gedacht, es geht mit Gewichtangaben hier in den Truhen, aber da hat man bestimmte Slots. Also nicht bestimmte, sondern jeweils so viele Slots. The Dodo Rex has upgraded. Wahrscheinlich ist er jetzt hier irgendwo im Umkreis, aber ich. Habe ich ihn gerade gehört? Shh. Da kriegt man doch auch Augenkrebs, wenn man da weiter weggeht. Und dann näher hinläuft, dann geht er die Schrift immer aus. Achte auf die Schrift. Achte auf die Schrift. Ja, aber der Dodorex ist jetzt gespawnt. Jetzt läuft er hier irgendwo auf der Insel rum. Wahrscheinlich irgendwo hier im Umkreis von uns. Warum ist es noch dunkler als sonst? Wie cool. Schau mal oben an den Himmel. Lauter Kometen. Okay, kann man nicht auch hier durch die Wände schauen? Ja, kann man auch, okay. Es ist aber gerade wirklich arg dunkel hier. So dunkel war es, glaube ich, noch nie. Ein Aussichtsding könnte man hier eigentlich auch mal hinbauen. Ich weiß gerade nicht wie, da muss ich mich mal umschauen. Ob das soweit funktioniert, wenn wir da jetzt weiter rausbauen oder oben was hin, dass dort niemand hinkommt. Und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir aber erstmal hier. Genau. Kackt mir die Bude voll. Ist ja nicht so, dass ich hier alles sauber machen muss. Wie schnell leveln wir eigentlich? Sehr langsam. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auch hochschrauben, dass wir schneller leveln und so weiter. 302,8. Aha. 1 Uhr. Wahrscheinlich wird er immer um 0 Uhr gespawnt. Also es geht langsam, aber wir leveln. Das ist schon mal eine gute Tatsache. Na, jetzt habe ich hier. So, mir ist sauber. Also ich traue mich jetzt wirklich gerade nicht raus. Ich traue mich überhaupt nicht raus. Aber es ist wieder heller. Und ich traue mich nicht raus. Ich muss aber raus. Das ist ja lahm. Batman! Eigentlich ja. Dodo Rex! War da was? Nee, das war nur die Folge, okay. Alles okay, ich habe gerade voll Gänsehaut, weil ich hier nicht von einem Dodo Rex oder irgendwas in der Art hier gefressen werden will. Aber okay, das hat man aber auch cool gemacht hier. Dodo Rex! Ja, werden wir wahrscheinlich jetzt noch öfters sehen, hier die Folgen lang. Aber ich glaube nur noch so 4 Folgen. Ja, wahrscheinlich. Kommt darauf an, wie lang es geht. Kommt darauf an, wie oft ich aufnehme und so weiter. Aber ja. Was war das? Es knistert. Was gerade eine Spinne?
Nee, ich habe mich verhört. Okay. Ich gehe mal kurz nochmal rein. Weil um jetzt Pfeile, also Betäubungspfeile machen zu können, brauchen wir den Mörser hier einerseits. Pfeile und einen Speer und Pfeile und einen Speer kriegen wir. Kriegen wir erst hier. Da Speer, also Bogen und Pfeile. Ist halt, da ist es. Wahrscheinlich sind das hier die Betäubungspfeile und das hier die normalen. Und wenn wir jetzt Level 8 sind, da brauchen wir ja Hunderte, bis wir dort sind. Deswegen würde ich halt das ein bisschen hochschrauben. Wenn das okay ist, wenn ich es mal ausprobieren soll. Tja, warum liegt ein Ei? Wenn ich es mal ausprobieren sollte, kann man es mir sagen. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Ich weiß mal hier die ganze, ganzes Durchfallzeug hier raus und schmeiße es weg. Das brauchen wir ja nicht. Kann ich eigentlich auch Kuh? Wie macht man das? Ach ne, also mit Kuh, da kann man dann hier das Layout ein bisschen zurückschrauben. Ist dann alles zwar sehr, sehr schlicht gehalten, aber man hat einen viel. Hallo? Man hat einen viel besseren Überblick hier drüber. Was ja auch so sein muss, deswegen lasse ich es so. So. Sehen wir eigentlich auch auf der Karte hier den Dodo Rex irgendwo? Ne, sehen wir nicht. Wäre halt auch cool gewesen, wenn wir den hier zum Beispiel auf der Karte sehen würden. Ah, ich sehe gerade. Wieder überzogen mit der Aufnahme. Jetzt haben wir zwei Dodos. Ach, die kann man schon wieder leveln. Dann mache ich den hier auf Leben. Der hat 51,4 und der hier hat 62,4. Okay, dann mache ich jetzt wieder Aufnahmepause. Wer will, kann in dem anderen Arc Let's Play vorbeischauen und ich verabschiede mich hier jetzt einfach mal und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Tschüss!